neben meiner Arbeit vor der Kamera finde ich halt auch an sich die Arbeit hinter der Kamera sehr spannend. Also ich bin ein sehr visueller Mensch und das ist auch eine unglaublich beruhigende Sache, einfach mal auch die Kamera in die Hand zu nehmen und sich Menschen, Gebäude, schöne Dinge einfach durch die Linse anzugucken. Das Leben als Schauspieler und auch Sprecher ist natürlich von Geschichten geprägt. Ohne Geschichten gibt es keine Filme, ohne Geschichten gibt es auch keine Hörbücher. Es ist die Wurzel allens, kann man so sagen. Ich trete das Gas ganz durch, fühle die Geschwindigkeit, als der Tacho auf 60, 70, 80, 90 Meilen steigt. Es gibt einige Buchtitel, die mein Leben in gewissermaßen geprägt haben oder für besondere Momente gesorgt haben. Da war zum Beispiel All die verdammt perfekten Tage von Jennifer Niven, das ich auch als Hörbuch einsprechen durfte, was mich einfach unglaublich berührt hat. Eine ganz besondere Bucherfahrung war dieses Jahr außerdem, dass mir der Schauspieler Michael Degen bei den Dreharbeiten zu Das letzte Mal ein Exemplar seiner Autobiografie Nicht alle waren Mörder in die Hand gedrückt hat. Dazu noch eine eigentümlich geschriebene Signatur. Und er beschreibt seinen Lebensweg, die Zeit während des Zweiten Weltkriegs. Und das geht wirklich unter die Haut. Noch eine besondere Bedeutung in meinem Leben spielt auf jeden Fall König Laurin. Das fing quasi damit an, dass ich das Drehbuch in die Hand bekommen habe. Eines der außergewöhnlichsten Projekte, weil wir ein unglaublich starkes Team waren, die wirklich 150% Leidenschaft gegeben haben. Und außerdem bekommt ihr noch ein Drittel von all dem, was wir in König Dietrichs Schatzkammer finden werden. Ja, so mag ich's. Hör mal. Warum denn nur ein Drittel? Wir wollen mehr. Wir wollen mindestens ein Viertel. Eine Geschichte ist dann eine gute Geschichte, wenn sie mich berührt. Das lässt sich auch nicht unbedingt auf bestimmte Fixpunkte bringen, aber wenn ich merke, irgendwie da kommt was rüber und dass mich das fesselt und packt, dann ist es eine gute Geschichte.